Heute zeige ich euch, wie man Airtable mit Bubble verknüpft. Als erstes gehen wir auf airtable.com in unseren Account. Ich mache jetzt ein Demo-Projekt. Wenn ihr natürlich schon eine eigene Base habt, eine eigene Datenbank in Airtable habt, nutzt ihr die natürlich. Als erstes erstellen wir eine Base, beginnen mit einem Template. Zum Beispiel, ich habe Lust auf Event Planning. Und dann haben wir hier dieses Template. Und nutzen das. Jetzt können wir hier reingehen und haben folgendes Template hier in Airtable. Was wir jetzt machen, ist, dass wir in Plugins gehen, in Bubble, und ein neues Plugin hinzufügen. Es gibt aktuell zwei Plugins in Bubble. Ihr nehmt das Original-Plugin von Bubble selbst. Installieren. Und ihr seht nun, wir müssen einen neuen Account hinzufügen. Wir nennen ihn zum Beispiel Event Planning. Und brauchen hier den API-Key. Den findet ihr, wenn ihr in Account geht. Und hier API, Generate API-Key. Dann könnt ihr den kopieren, einfügen und wenn ihr jetzt draufklickt, seht ihr, dass eure ganzen Airtable Bases angezeigt werden und wir nehmen jetzt Event Planning. Und ihr seht jetzt, wie wir die unterschiedlichen Tables auch bekommen können. Ich nehme jetzt zum Beispiel Event Locations und wir können das einmal benutzen oder auch modifieren oder auch löschen. Also das sind die Rechte Read, Write oder eben auch, dass man deleten kann. Wenn wir das jetzt initialisieren, dann seht ihr, dass wir wie beim API-Connector die unterschiedlichen Felder von Airtable bekommen und welcher Type das ist. Wenn ihr jetzt eine zweite Table hinzufügen wollt, dann nehmt ihr wieder das und sagt, okay, ich möchte zum Beispiel Topics haben und kann das auch initialisieren. Ihr seht hier nun, dass wir das einmal spezifizieren müssen und zum Beispiel sagen Link Tables Event Locations. Jetzt gehen wir in den Design Tab, erstellen eine Repeating Group und lassen das kurz weg, Type of Content, und gehen als erstes in die Source, Get Data from an External API. Wir nehmen jetzt, wir haben die beiden Airtable-Tabellen. Wir nehmen die erste und was wir sehen ist, dass nun Bubble automatisch sagt, der Type of Content ist Event Locations. Dann nehmen wir den Text. Ein Textfeld und sehen jetzt, wenn wir Dynamic Data erstellen, Current Cells Event Locations und wir können zum Beispiel sagen Building Location. Und wenn wir noch ein Textfeld erstellen, können wir sagen Current Cells Event Location und wir sagen zum Beispiel Description. Und wir können auch Fotos einfügen, indem wir eben Dynamic Data machen, Current Cells Event Locations, Fotos und wir gehen jetzt einmal ins Preview. Und jetzt sehen wir hier, dass wir die unterschiedlichen Felder auch ausfüllen und uns Bubble das aus dem Airtable reinzieht. Wenn ihr das jetzt speichern wollt in eure Datenbank, dann machen wir das folgendermaßen. Wir stellen in der Repeating Group einen Button. Machen Start Edit Workflow. Und sagen, wenn dieser Button geklickt wird, erstellen wir eine neue Sache. Zum Beispiel Event Location. Setzen ein Feld und sagen
Location, machen Text und sagen Current Sales Event Locations, Building Location. Oder wir machen noch ein Feld, Description, Text und sagen Current Sales Event Location Description. Und weil wir auch das Foto vorhin hatten, Image, und wir sagen, das ist ein Image. Wir nehmen Current Sales Event Location Fotos. Und nun können wir das Ganze einmal im Preview nochmal anschauen. Ihr seht das jetzt. Und wenn wir auf Speichern klicken, und ich speichere nochmal und nochmal. Wenn wir jetzt in die Datenbank gehen, Data Types, App Data und uns Event Locations anzeigen lassen, sehen wir, wie wir die unterschiedlichen Event Locations nun in unserer Datenbank haben. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wie wir in Airtable reinschreiben können, also in Bubble einen Eintrag erstellen und diesen dann in Airtable finden. Als erstes gehen wir ins Plugin und wählen aus, dass wir Create und Modify machen können. Wir gehen jetzt ins Design Tab, machen einen Button. Wir gehen auf Start Edit Workflow, Plugins, Airtable, Create a New Record. Und ihr seht, hier sind nur Event Locations aus dem Grund, weil wir nur dort aktuell im Plugin Schreibrechte haben. Set another field. Und jetzt können wir die unterschiedlichen Themen machen. Wir können das jetzt entweder dynamisch erstellen lassen. Zum Beispiel Recruit Events Locations oder aus einem Input Field oder wir schreiben das einfach manuell. Wir gehen jetzt auf Preview. Klicken auf den Button. Gehen jetzt in Airtable, um zu schauen, ob der Eintrag aus Bubble übertragen wurde. Wir gehen in Event Locations, Suche, Berlin und haben hier Best Restaurant in Berlin. Aus Bubble das dynamisch erstellt. Und so könnt ihr eben auch mit dem Plugin unterschiedliche Tabellen sowohl lesen, schreiben und auch löschen, wenn ihr die Rechte hier freigebt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Bubble und bis bald.